willkommen zurück im Living Room. Ich und Jan sind gerade ein bisschen divahaft drauf. Gib mir noch mal deinen Diva-Move. Hello. Is you talking about me? You're not. Ah, so gut. Hey, wir sind doch ein bisschen im Battle-Modus, oder? Wie wir schon vor der Werbung gesehen haben. Yeah? Darf ich jetzt dem Jan mein Kunststück zeigen? Ich habe doch gesagt, ich darf hier das Kunststück zeigen. Ja, aber ich wollte ihn fast schnell reinholen, Erwin. Nein, ist im Fall gut. Weißt du was? Wir sind so. Herzlich willkommen. Mach noch Applaus für den Erwin aus der Schweiz. Erwin hat nämlich etwas vorbereitet für uns. Für den Jan. Für Jan? Ja. Also, dann lasse ich euch Gieren schnell machen. Ich habe extra mit diesen Choice-Bechern. Oh, okay. Schau, aber die sind ein bisschen kaputt hier. Hallo. Macht nichts. Hoi. Hoi. Erwin. Erwin. Kennst du Origami-Falten? Ja. Das machen wir mit so Becher, oder? Nein, das brauche ich erst später. Schau, ich zeige dir, ich habe so ein Freestyle-Origami entwickelt. Das funktioniert mit recycelbarem Abfallpapier. Also es funktioniert mit allem Möglichen und das Ziel ist, mit einem einzigen Falt alles zu falten, was man möchte. Und in meinem Fall ist das oft etwas sehr, sehr Praktisches. Du siehst, das kann man oft sehr gut gebrauchen. Das ist, ja, das kann man sehr gut gebrauchen. Schau mal, das ist... ja. Schau mal, kannst du das auch behalten. So. Und, Viele Leute fragen sich ja, wie das funktioniert. Bei uns ist das ja so, es ist relativ einfach. Man hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man zaubert mit dem rechten oder mit dem linken Ärmel. Jetzt nur ein Beispiel, aber ich kann es vielleicht ganz kurz zeigen. Jetzt, ich bin ein Rechtsärmler. Jetzt ist das natürlich so, wenn man mit dem rechten Ärmel zaubert, ist das natürlich dann so, dass... Warte, jetzt da ist irgendwas klemmt da komischerweise. Warte, jetzt schau, jetzt siehst du jetzt, das ist jetzt ganz schräg. Siehst du jetzt, das ist der Ärmelkanal. Ja. Prost! Kannst auch einen Schluck trinken, wenn. Weiß nicht, haben wir noch Zeit für ein Kunststück oder geht's gleich bitte, weiter? Mach nur, Erwin. So, wir machen jetzt ein kleines Spiel, Jan. Mal schauen, wie. Bist du ein Spieler? Nein. Nein? Nicht so. Dann bist du der perfekte Kandidat für mich. Pass gut auf. Wir zaubern jetzt mit diesen, das sind auch so Zehnergeldscheine. Da hat es noch mehr. Warte, jetzt verwenden wir die. Zwei Zehnergeldscheine, zwei Becher und das Wichtigste ist diesen Zauberstab. Aber den gebe ich niemandem zum Untersuchen, weil das ist ein Trickzauberstab. Der verschwindet immer und kommt hier wieder zum Vorschein. What? Also ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Wir fangen einfach an. Der kommt hier in meine linke Hand und nehme ich... Ah! Es hat jetzt ein bisschen wehgetan, aber dann ist noch was Zweites passiert. Schau, der ist schon verschwunden. Es ist ein bisschen schnell gegangen. Ich zeige es dir einfach nochmals. Der kommt hier in meine... Nein, du musst blinzeln, sonst funktioniert es nicht. Ich bin eben noch nicht so gut. Nur wenn du blinzelst, funktioniert... Ah! Schau, aber der ist auch verschwunden. Also, eigentlich ist er gar nicht verschwunden, das ist nur ein Trick, ich kann er nicht wirklich zaubern. Wo ist er hin? Der war die ganze Zeit hier unter dem Becher. Aber du weißt jetzt, wie es funktioniert. Schau, also der, wir fangen nochmals an, der kommt hier in meine rechte Hosentasche, der da ebenfalls. Jetzt, wie viele Zehnergeldscheine sind hier unter diesem Becher? Keine, oder? Ja, nicht ganz. Du hast nochmals einen Versuch. Also, warte jetzt, der kommt hier in meine rechte Hosentasche. Wie viel haben wir hier? Drei. Ja, nicht ganz. Es ist egal. Und warte, jetzt hier noch einen Versuch, den letzten. Also, dort muss einer drunter sein. Ja, nicht schlecht. Aber es ist eigentlich egal, wenn man das Kunststück lange spielt, ist man irgendwann total verwirrt. Und dann werden diese Geldscheine irgendwann zu etwas, was man vielleicht... Wo man irgendwann dann auch einen Guy Pirinha draus machen kann. Aber wie das funktioniert, weiß ich leider auch noch nicht. Oh, mach mal laut für den Erwin! So. Ja, man sagt so quasi, wenn das Leben Zitronen gibt, dann mach Limonade draus oder so. Hey, herzlich willkommen, Marc Haller. Ja, genau. So. Wie heißt das? Verwandle ich gemacht? Mich wieder schnell in Marc. Ja, genau. Das kann man da hin. Hä? Man darf es nicht sagen. Ich weiß selber nicht, wie es geht, aber wenn du es weißt, kannst du mir sagen.